Und damit willkommen zurück auf dem Kanal von Blacklist LP zum Let's Play von Der Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Ja, heute 4 Parts, gestern kamen keine. Grund ist sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, ich habe wieder den Edern-Mod. Ich habe auch den Lorien-Part, theoretisch. Die schlechte Nachricht, obwohl vorher, wie ihr wisst, auf meinem alten PC das ohne Probleme ging, naja, macht er jetzt nur Schwarzbild. Ich habe keine Ahnung wieso und ich habe gestern 5 Stunden versucht, das zu richten. Erfolglos leider. Weswegen ich dann gestern so frustriert war und dann keine Videos mehr kamen. Falls jemand da eine Idee hat, woran das liegen könnte, bitte in die Kommentare schreiben. Sage ich auch später bei Betrayer nochmal. Ja, beim letzten Mal haben wir den Endkampf am Gundabad gehabt. Wir haben uns durch Ork-Massen geschossen mit der stationären Armbrust und eine uralte Waffe gesehen, die den ganzen Berg zum Einsturz gebracht hat. Und dann haben wir noch mit ihm hier geredet, mit Bruni. Und jetzt sollen wir nach Nordimbad reingehen. Das ist diese Festung hier. Und uns mit Goren unterhalten, dem dortigen Anführer. Aber zuerst schauen wir uns hier natürlich um. Hier ist eine stationäre Armbrüste, da vorne ist ein Tor, okay. Ich dachte, jetzt geht das Tor wieder zu. Reden wir mal kurz mit Bedaram. Ihr solltet den Herrn dieser Mauer nicht warten lassen. Da hat er recht, na schön. Gehen wir mal zu unseren Mitgenossen. Stammesbrüdern. Retzop! Schützt das innere Tor! Zurück! Wieder mal da unten was ganz anderes gesagt. Lassen wir den Herrn nicht warten, gehen wir gleich rein. Da hat er recht. Kann ich hier mit den Wachen reden? Nö. Na dann, rein. Auf zu Goren. Ihr Vater sind die, von denen ich sprach. Ich möchte euch einen Verwandten vorstellen. Farin von Erebor und seine Gefährten Andriel und Eradan. Wir haben unsere Aufgabe erfolgreich erfüllt. Dank ihrer Hilfe lebe ich, um davon zu berichten. Du bist hier herzlichst willkommen, Verwandter, und deine Gefährten nicht minder. Seien sie Mensch, Elb oder Adler. Seid alle willkommen in Nordinbad, der letzten Halle der Langbärte in den grauen Bergen. Ihr habt mir meinen Sohn und meinen ältesten Freund zurückgebracht, die ich schon lange als verloren betrauert habe. Empfangt dafür meine ewige Dankbarkeit und die Gastfreundschaft dieser Hallen. Wisset, dass euch dies nicht leichtfertig gestattet werden kann, denn niemals zuvor haben wir einem Fremden erlaubt, diese Tore zu durchqueren. Und keine Augen haben je den verborgenen See Asansaram betrachtet, außer denen unserer nächsten Verwandten. Und doch, für das, was ihr getan habt, vergesse ich gerne unseren uralten Schwur der Geheimhaltung. Also ein sehr zurückgezogen lebendes Völkchen hier. Sie haben noch nie einen Fremden hier getraut reinzulassen und jetzt kommt ein Elb mit, ein Mensch mit und ein Adler mit. Wahrscheinlich hoher Besuch. Den See werden wir natürlich noch betrachten, den Asansaram. Ja, schön mal Artgenossen zu begegnen. Fangen wir doch mal an mit Nordinbad. Erzählt mir von eurem Nordinbad. Mein Ururgroßvater war der Erste, der die Höhlen in diesem Berg betreten hat, wo er dann den verborgenen See entdeckte, den wir Asansaram nennen. Er war von seiner Schönheit überwältigt und führte einige aus seiner Sippe hierher. Langsam, über viele Jahre, mit liebevollen Händen und sorgsamen Meißelschlägen schufen wir die Hallen, die ihr vor euch seht. Nordinbad war nie reich an Gold oder Juwelen, aber seine Schönheit rührte selbst den kaltherzigsten Zwerg. Deshalb sind wir hier so lange geblieben. Es gibt unter uns nicht einen Zwerg, der den Tod nicht im Exil von seiner Heimat vorziehen würde. Ja, mal interessant. Zwerge, die nicht geldgeil sind. Ich weiß, das ist ein Vorurteil, aber bei den meisten Zwergen ist es halt so. Der verborgene See. Das ist dieser Asansaram. Ich habe schon viele unterirdische Seen betrachtet, doch niemals einen so großen und schönen wie diesen. Ist dies das Werk eures Volkes? Nein, meine Vorfahren entdeckten Asansaram so, wie ihr ihn jetzt seht. Wir arbeiteten mit Umsicht daran, nur zu erweitern, was wir gefunden hatten. Hier eine Scharte, dort eine Stufe, einige Brücken und Hallen und Tunnel. Doch stets achteten wir darauf, das Geschenk, das uns zuteil geworden war, zu erhalten. Umweltfreundliche Zwerge.
die Langbärte. Ihr seid auch Langbärte? Dann sind wir tatsächlich verwandt. Ich wusste nicht, dass im Grauen Gebirge noch welche von uns leben. Gewiss, in vergangenen Jahrhunderten nannten die meisten unseres Stammes die Nebelberge ihre Heimat. Doch dann kamen die Drachen aus dem hohen Norden. Eine nach der anderen gingen unsere Hallen verloren oder wurden verlassen, alle außer Nordinbad. Nur wir überstanden diese düsteren Zeiten und dank euch dürfen wir hoffen, auch unsere aktuellen Probleme zu überstehen. Okay. Ja, das Graue Gebirge ist von Drachen bewohnt, deswegen sind da die meisten Zwerge tot oder geflohen. Dieser Stamm hier nicht. Er freut mich, üblich zu sein. Ich bin nur froh, einem Verwandten zu helfen und dabei noch so viele Orks zu erledigen. Darf ich fragen, was euch an so einen unwirtlichen Ort wie den Berg Gundabad führte? In so eine üble Gegend begibt man sich ja nicht leichtfertig. Wir suchten einen Diener des Feindes. Ein Mann, der als Agandar bekannt ist. Agandar, der ist uns bekannt. Verflucht sei sein schwarzes Herz. Er erschien vor einigen Wochen an unseren Toren und forderte uns zu Verhandlungen auf. Im Namen Saurons des Großen, wie er sagte. Ja, also hat er im Norden die Aufgabe übernommen, die sonst Saurons Mund macht. Wissen wir ja aus dem Film. Was wollte er? Was hatte die Schlange zu sagen? Er verlangte, dass wir uns der Gnade Saurons ergeben. Als ob der dunkle Herrscher so etwas wie Gnade kennen würde. Er fordert Nordinbad und behauptet, unser Leben würde geschont, wenn wir unsere Hallen und Reichtümer kampflos übergeben. Und uns würde die Freiheit geschenkt, um anderswo eine neue Heimat zu suchen. Ja klar, natürlich. Natürlich hätten wir nichts davon. Als wir ablehnten, wurde er zornig und drohte uns mit dem feurigen Verhängnis, dem unsere Vorfahren zum Opfer fielen. Das feurige Verhängnis, damit sind natürlich die Drachen gemeint. Ja, klar, dass der sich an so einen Handel halten würde. Warum Nordinbad? Ich bezweifle, dass Agandar die Schönheit Nordinbads zu schätzen weiß. Was glaubst du, wonach er strebt? Gold und Juwelen? Nein, Nordinbad bietet uns, was wir brauchen, obwohl wir es niemals als reich angesehen haben, außer an Schönheit. Ich fürchte, er könnte sich mit dem Drachen Urgost verbündet haben, der in dieser Gegend lebt. Mit so einer Bestie unter seinem Kommando hätten wir wenig Hoffnung, uns ihm widersetzen zu können. Geil, es existieren noch Drachen? Ja, natürlich existieren noch Drachen. Würde ihm ein Drache dienen? Drachen, verflucht seien sie alle! Doch könnte Agandar einen Drachen dazu bringen, seinem Willen zu gehorchen? Vielleicht nicht auf eigene Faust, aber wenn er im Namen des dunklen Herrschers spricht, würde es sich selbst Urgos zweimal überlegen, bevor er ihn verärgert. Ach, Drachen sind boshafte Wesen und ihre Gier kennt keine Grenzen. Agandar muss nur den richtigen Preis nennen. Wäre es dann nicht das Beste, diesen Drachen zu vernichten, bevor er als Waffe eingesetzt werden kann? Urgost vernichten? Wenn es nur so einfach wäre. Der Angriff auf Gundabad wäre dagegen ein ruhiger Spaziergang am See. Nein, wenn es so einfach wäre, Drachen zu töten, dann würden viele Zwerge noch immer in diesen Bergen leben. Urgost hat bisher niemals Notiz von uns genommen. Wir hatten gehofft, das würde auch so bleiben. Tja, schlecht gelaufen. Es heißt, es rächt sich, einen Drachen nicht in seinen Plänen zu berücksichtigen, wenn man neben einem lebt. Und wir können nicht zulassen, dass Agandar so einen mächtigen Verbündeten gewinnt. Jawohl, lieber ihn jagen, bevor er uns jagt. Wo können wir Urgost finden? Es mangelt euch nicht an Mut, zugegeben, doch wissen wir nicht, wo der Drache lebt. Kein Zwerg hat jemals seinen Unterschlupf gefunden und lange genug gelebt, um davon zu berichten. Vielleicht kennt Radagast dieses Geheimnis, oder er kann es aufdecken. Es scheint, als würde nur wenig im Wilderland passieren, von dem er nichts mitbekommt. Radagast, der braune Zauberer. Ja, ein Drache. Ich glaube ja nicht ganz modrig von wegen, der Agandar muss schon den richtigen Preis nennen, weil wir wissen ja auch von Smaug aus dem Film, ein Drache hat keine Grenzen. Der nimmt so lange, bis er tot ist. Der wird nicht sagen, oh gut, da gebe ich mich mit so wenig zufrieden. Naja, egal. Ich glaube nicht, dass Fahren von Radagast weiß, deswegen Radagast. Und wer ist Radagast? Radagast, der Braune, er ist ein Zauberer, ein Meister der Vögel und Tiere. Er bleibt meistens allein, doch er ist von recht anständiger Art, solange man den wilden Kreaturen, mit denen er befreundet ist, kein Leid zufügt. Er lebt im Düsterwald unten im Süden. Vielleicht weiß euer Begleiter Beleram, wo ihr ihn finden könnt. Denn es wird erzählt, dass Radagast ein persönlicher Freund des Königs der Adler ist. Wir sollten nach Düsterwald reisen. Wenn Radagast so viel weiß, wie ihr sagt, wird es sich sicher lohnen.
In der Tat. Doch bevor ihr aufbrecht, akzeptiert ein Zeichen unserer Dankbarkeit. Sucht meinen Verwalter Gala auf. Ich habe ihn angewiesen, euch unsere Schatzkammern zu öffnen. Ich glaube, ihr werdet darin etwas finden, das euch in den kommenden Tagen von Nutzen sein kann. Ich bin ja nicht davon begeistert, einen Drachen zu jagen. Mission erfüllt, Nordin Bart, jetzt sollen wir zu Gala gehen. Hier ist übrigens der Asanseram, der See. Und ganz ehrlich, der See sieht auch geil aus. Ich hoffe, jetzt gibt's keine Bildhänger. Ist so ein düster Wald. Jetzt wollen wir erstmal Radagast suchen und dann den Drachen jagen. Das sind beides keine so wahnsinnig tollen Aufgaben. Was für ein schöner Anblick. Nur ein bisschen kühl, finde ich. Sieht aber auch geil aus, der See, ganz ehrlich. Ich will nochmal mit Gorun sprechen. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr ein Zeichen unserer Dankbarkeit akzeptieren würdet. Sucht mein Verwalter Gala auf. Ich habe ihn angewiesen, euch einige unserer besten Arbeiten zu zeigen. Nehmt, was immer ihr wünscht und möge es euch von Nutzen sein. Nee, okay, das drei haben wir schon gesagt, deswegen danke. Danke für eure Großzügigkeit, Meister Kuchen. Es scheint ein sehr vernünftiger Zwerg zu sein und auch ein sehr edler. Und Nodri ist also sein Sohn, wie wir in der letzten Folge erfahren haben. Den haben wir ja im Gundabad quasi kennengelernt. Ich kann kaum glauben, dass ich lebe. Ich dachte schon, die faulige Luft am Gundabadberg wäre mein Ende. Doch ich möchte mich nicht beschweren. Das wird jetzt übrigens wahrscheinlich eine reine Redefolge, weil die eh schon kürzer ist und heute kommen ja eh zwei. Gorun. Dein Vater, Gorin, beansprucht ihr den Titel des Königs? König? Nein, nein. Er ist lediglich der Herr von Nordinbad. Wir erkennen dein Eisenfuß als rechtmäßigen König der Langbärte an, auch wenn der nichts von unserer Existenz weiß. Dein Eisenfuß, ja, ja, auf seiner Kampfsau, ne? Seit dem Film der Schlacht von Fähre wissen wir ja von dem Kampfeber. Ich hab diesen Kampfeber so geliebt. Bruni. Erzähle mir ein bisschen von Bruni. Er muss ein guter Kämpfer sein, wenn er den Gundabadberg überlebt hat. Ah, Bruni ist der Hauptmann unseres Wachpostens und der Schrecken der Orks in diesen Bergen. Er war der beste Freund meines Vaters schon lange, bevor ich geboren wurde. Und brachte mir bei, die Axt zu schwingen und was es bedeutet, zu dienen. Haben wir ja letzte Folge mit ihm gesprochen. Düsterwald. Du warst also schon mal im Düsterwald? Ich bin wesentlich öfter drum herumgegangen als hinein und so darf es auch bleiben. Ich mag diesen Wald nicht, keine Ahnung, wie das irgendjemand kann. Aber ich bin schon oft in die Nähe des Waldes gereist, um mit den Meoningern Handel zu treiben. Auf so einer Handelsreise traf ich auch Radagast. Interessant, dass ein Zwerg einen Zauberer trifft, also jetzt von Gandalf mal abgesehen. Radagast. Kannst du noch mehr von Radagast erzählen? Er ist ein Sonderling, ein Freund aller Tiere und Vögel. Um ehrlich zu sein, ich glaube, er mag Zwerge nicht besonders. Aber vielleicht zieht er einfach die Gesellschaft von Tieren vor. Eines ist sicher, es gibt nur wenige, die diesen Teil der Welt besser kennen. Selbst von Nordinbad sprach er, als gehörte das zur Allgemeinbildung. Radagast erinnert mich, so wie er beschrieben wird, an Beorn. Aus dem Film, der Zwerge eigentlich auch nicht mag, aber Orks noch weniger und deswegen hat er ihm geholfen. Beorninger. Ich habe auf meiner Reise nach Westen ein paar dieser Beorninger getroffen. Was weißt du über sie? Ein herzliches Volk und mutig, wie man es auch sein muss, wenn man zwischen dem Düsterwald und dem Nebelgebirge lebt. Unter ihrem Hauptmann Grimbeorn hielten sie die Bergpässe und Flussquerungen offen, selbst in diesen schweren Zeiten. Aber es gibt Gerüchte, dass es an ihren Grenzen Krieg gibt. Und die hohen Pässe könnten jetzt geschlossen sein, zumindest für jene ohne Adlerschwingen. Grimbeorn ist ja Beorns Sohn. Für die, die es nicht wissen. Und zuletzt Urgost, der Drache. Wie glaubst du, stehen unsere Chancen gegen Urgost? Ach, nicht, dass ich euren Mut und eure Kraft in Zweifel ziehe. Und ich wäre froh, nicht länger einen Drachen zum Nachbarn zu haben. Doch frage ich mich, ob man so eine Bestie überhaupt besiegen kann. Ich hoffe, ihr werdet so viel Glück wie Kühnheit haben. Ich glaube nicht, dass wir den Drachen zu dritt schlagen können, ehrlich gesagt. Müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Was wirst du jetzt tun? Und was werdet ihr jetzt tun, Nordri? Ich fürchte, mehr Tricks haben wir nicht auf Lager. Das Einzige, das wir jetzt noch tun können, ist, unsere Verteidigung vorzubereiten und abzuwarten. Na dann, viel Glück.
Viel Glück, was auch immer geschieht. Lebe wohl, mein Freund. So, dann schauen wir uns mal die Hallen von Nordibad an. Wir müssen auch reparieren, sehe ich gerade oben. Hier sind so die Hallen. Da sind nochmal Wächter und da geht es noch hinten weiter. Schmied und so sind natürlich auch hier. Hoffen wir, dass das Dach hält. Können wir da rein? Ich will mir erstmal alles angucken. Wie gesagt, wir kommen ja zwei Folgen, deswegen mache ich jetzt in der Folge nicht schnell. Aber ein bisschen schneller gehen können wir schon. Kommt schon, Freunde, Langbärte, Stammesbrüder, los, spricht zu mir. Was haben wir denn noch so alles hier? Hier sind natürlich noch weitere Hallen. Ich finde Nordibad sehr geil gemacht, muss ich ehrlich sagen. Hier ist noch ein Zimmer mit eine Festtafel, mehreren. Bleib dran, treib auch den Rest von der Mauer! Hier könnte man auch sein Erscheinungsbild ändern, was wir aber nicht tun, weil mir persönlich unser guter Zwerg sehr gut gefällt. Und da geht's dann raus. Okay. Dann gehen wir mal in die Haupthalle und suchen diesen Gala, den Verwalter. Und außerdem allgemein Reparatur und so. Wen haben wir denn hier? Buri. Das ist, glaube ich, der Schmied. Du musst Farin sein, unser entfernter Verwandter vom einsamen Berg. Dein Ruf hat sich wie ein Bartfeuer, Buschfeuer verbreitet. Ein Bartfeuer. Ach, sowas, das ist ja ein seltenes Vergnügen. Ich hoffe, alle aus deinem Volk sind so wilde Krieger. Der Feind wird deine Schläge noch lange spüren. Also, wie kann ich dir heute helfen? Wie ein Bartfeuer verbreitet, geil. Riecht es hier nach verbrannten Haaren? Klar, den Geruch erkenne ich sofort. Du hast dir den Bart versengt. Man kann schwerlich Schmied sein, ohne dass einem hin und wieder Funken in den Bart fliegen. Was erwartest du, wenn man mit Hammeresse und heißem Metall arbeitet? Man nennt mich inzwischen Buri Brandbart. Ich hatte meinen Bart bis runter zum Gürtel. Naja, kürzer ist sicherer. Solange ich immer einen Eimer Wasser parat habe, gibt es keinen Grund zur Sorge. Der ist ja mal cool. Der Buri Brandbart. Ich mag ihn. Der ist cool. Habt ihr Mithril hier? Wahrscheinlich nicht. Aber man kann ja mal fragen. Solch einen Ort so lange geheim zu halten. Tja, da frage ich mich, ob du nicht etwas zu Wertvolles gefunden hast, um darüber zu reden. Mithril zum Beispiel. Hoi, wir haben hier nicht so etwas Wertvolles wie Mithril. War klar. Nicht, dass ich nicht davon geträumt hätte, mal eine Wahrsilberader zu finden. Ich verarbeite Eisen und ein bisschen gewöhnliches Silber oder Gold. Hier und da mal ein paar Juwelen. Meistens verstecken wir uns, damit die Drachen uns nicht bemerken. Es herrscht böses Blut zwischen Zwergen und Drachen, wie du sicher weißt. Und dann sind da noch die ganzen Orks. Die Orks. Ah, aber ich träume davon, mit besseren Waren handeln zu können. Ich habe an einem mit Kristallen besetzten Silbergürtel gearbeitet, der eine spezielle Fassung für das Juwel hat, das ich mir mehr als alles andere wünsche. Ein Juwel, das man nicht in einer Mine findet. Ein Juwel, das man nicht in einer Mine findet? Ah, Perlen. Natürlich. Ja, Meeresgrund, ne? Ach, du meinst Perlen. Welcher Zwerg hegt keine Liebe für diese Kostbarkeit? Du sprichst von Perlen. Perlen, die vollkommensten und bezauberndsten aller Kostbarkeiten. Wie sie glimmern und schimmern. Ich habe zwar eine Handvoll weißer Perlen gehortet, aber nicht einmal die genügen mir für diesen Gürtel. Mein Traum von Vollkommenheit wäre nichts weniger als die sagenumwobene schwarze Perle. Es gibt Gerüchte, ich fürchte aber, dass ich nie eine zu Gesicht bekommen werde. Eine schwarze Perle will er. Okay, ja, vielleicht kann ich eine finden. Mal wieder eine Quest. Überlass es mir, mein Freund. Wenn man in dieser Gegend irgendwo eine schwarze Perle finden kann, dann bringe ich sie dir. Mächtig nett von dir. Ich werde mich sehr erkenntlich zeigen, falls du zurückkehrst. Ich meine, wenn du zurückkehrst. Kann ich sonst noch was für dich tun? Natürlich kehre ich zurück. Bist du ein geschickter Schmied? Ich frage mich, wie kunstfertig du im Vergleich zu den Schmieden von Erebor bist. Ich will ja nicht angeben, aber bei meinem Können nehme ich es mit jedem Schmied auf, ob Zwerg, Elbe oder Mensch. Du glaubst vielleicht, ich weiß nicht viel, weil ich so abgeschnitten von den anderen meiner Gilde bin. Ich verrate dir aber mal ein Geheimnis. Meine Urahnen reichen zurück bis zu den Schmieden, die an der Seite des großen Elbenschmieds Celebrimbor persönlich gearbeitet haben. In den Tagen des alten Eregions herrschte große Freundschaft zwischen Elben und Zwergen.
bis zu Celebrimbor. Die Fertigkeiten aus längst vergessenen Zeiten weitervererbt. Ich kenne Runen der Macht und andere Geheimnisse, die meinen Waffen und Rüstungen eine verborgene Kraft verleihen, die du sonst nicht findest. Du wirst dich über meine Arbeit nicht beklagen. Mit Celebrimbor hat er zusammengearbeitet. Celebrimbor ist der Elb, der die drei Ringe der Elben gefertigt hat. Wurde jetzt nicht von Sauron getötet? Jetzt haben wir noch 2 Minuten. Ich rede noch schnell mit Buri fertig und mache die Reparaturen und dann cut ich. Celebrimbor. Wer war dieser Celebrimbor? Niemand war kunstfertiger im Bearbeiten von Juwelen und Schmieden von Metallen als Celebrimbor, der Herrscher von Eregion. Er war eng befreundet mit Narvi, dem großen Steinmetz, und mit meinen Urahnen. Er fertigte sogar 7 Ringe der Macht für die Zwerge an. Celebrimbor bemerkte schließlich, dass Sauron die Elben hinterging, indem er den einen Ring schmiedete. Er hörte, wie der Feind sich zum Herrscher über alles erklärte. Er wurde im ersten Krieg gegen Sauron getötet und viele seiner Geheimnisse gingen verloren. Narvi und seine Sippe sind auch gefallen. Nur einer meiner Vorväter entkam, um die Geschichte weiterzugeben. Und so wurde sie von Generation zu Generation an mich überliefert. Stimmt, Celebrimbor hat auch die 7 Ringe der Zwerge gemacht. Narvi ist übrigens der Typ, der das Moria-Tor aus dem Film gemacht hat. Nur mal nebenbei bemerkt, also das Sprichwort und tritt ein. Eregion. Was weißt du über dieses Eregion? Die Kunde, die von meinen Vorvätern überliefert wurde, ist nur sehr wenig. Dass Eregion westlich des Nebelgebirges nahe Moria lag. Dass die Elben Eregions dem Volk der Noldor angehörten und geschickte Handwerker waren. Die Noldor wussten anfangs nicht, dass Sauron böse war. Sauron kam nach Eregion und lehrte sie, die Ringe der Macht herzustellen. Aber nachdem Sauron entlarvt war, überfiel er Eregion und zerstörte es. Das war vor fast 5000 Jahren. Ich bezweifle, dass noch viel davon übrig ist. Aber Sauron steht kurz davor, das Gleiche nochmal zu machen. Sogar hier im hohen Norden. Gut, jetzt noch die Reparaturen. Und dann werden wir diesen Part beenden. Ah, die Armbrust ist beschädigt. Sehe ich gerade. Oh, ja. Das haben wir gleich. Aber Buri mag ich ja sehr gerne. Neue Mission, ein seltenes Juwel und ein Speicherpunkt. Das heißt, wir werden jetzt den Part beenden. Zumindest den ersten. Es kommt ja heute noch einer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den heutigen Part findet. Und beim zweiten heutigen Part werden wir dann gucken, dass wir einmal mit Gala sprechen. Und vielleicht gucken, ob wir uns neu einkleiden und dann Richtung Düsterwald aufbrechen. Bis dahin, Freunde, euer Black Crystal.